Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier 72D. Wir werden beide uns bewegen und die Sache erkunden. Hier im Haus der Hunde, wie heißt hier? Doc. Bisher hatte ich hier nicht viel gefunden. Brauchbares zum Beispiel, nicht gleich. Kaffeesamen so gut, aber das ist nicht unser Problem zurzeit. Balkon. Bin leider überladen. Schauen wir mal, was hier hinter ist. So scheint man zu sein. Munition wäre nicht schlecht, ne? Das ist mal ein bisschen Mangelware zur Zeit. Nochmal. Ja, das ist gut. Ich war mit Munition. Oh je. Ja. Na, das können wir gleich lernen. Alles ist weg. Ja. Collared-Jacke, na gut. Ja, Hülsen nicht so viel, aber Glas können wir hier lassen. Und nehmen wir mit. Das können wir zerlegen. Das legen wir rein. So, dann geht's weiter. Wie gesagt, Munition wäre wichtiger. Oh. So, hier ist eine Lüftung. Sogar zwei. Mal hier haben. Oh shit, hier ist ein Hund. Oh, hier lohnt sich wenigstens. Aber wo ist der Hund? Da habe ich Glück gehabt. Ja, richtig Glück, weil dass er nicht zu mir gefunden hat. Ja, die Munition ist gut. Warum nicht? Einen Stiefel. Papier raus, das raus. Weiß auch nicht genau was, aber irgendwie kann man brauchen, ne? Zerlegen, zerlegen, gut, gut, jetzt zwei Kisten, ja, gut, Sand, Steine, auch nicht unbedingt. Dann werden wir Maschinengewehr reparieren. Ne? Und schon mal Ding erledigt. Ja, Munition. Sturmgewehr haben wir schon mehrere. Zerlegen. Armbrust. Auch zerlegen. Pfeile. Dann brauchen wir hier die Axt. Die Axt brauchen wir.
Gut, hat sich ein bisschen gelohnt. Es können wir essen, ne? Und zwar. Gut, das bringt nicht viel, ne? 5 gerade mal. Viel mehr haben wir gar nicht mehr Platz, ne? Das kann man auch nicht brauchen. Weil jetzt haben wir schon zur Lüge. Das ist gut. Ja, wo das wieder hinlegen. Ja. So, Hammer. Da haben wir einen Zweier. Wir haben Durst, ne? Okay, wir sind voll und wir gehen mal zurück. Wir werden noch. Ja, ich brauche noch ein bisschen Bronze. Das könnte was sein. Antibiotika nehmen? Nein. Knochen wegwerfen? Nein. Dose Erbsen können wir nutzen. Dann werden wir den mal zurücklegen und dann haben wir was frei. Nö. Zerlegen. Platz frei. So, jetzt haben wir hier aber ran an die Buletten. Hier könnten wir was rausholen. Und zwar ein Kühler. Kühler, hoffe ich jedenfalls, obwohl die keine Klimaanlage im Ofen ist, aber ist egal. Wenn wir mit einem Schlag drei Kühler holen, dann haben wir hier so hinter Metallic Parts, Eisenrohr. Ja, es ist ungünstig, ne? Ich weiß auch nicht zur Zeit. Löse ich auch die Dinge. Gut, das wird sein. Da war keine Klimaanlage bei. Okay, ist ja auch nicht logisch, ne? Mehr anders müssen wir uns Platz schaffen im Metall und ich weiß aktuell nicht wo. Ich möchte da nichts verzichten. Reparieren könnten wir so einiges, aber. Na, das passt schon so. Wir werden jetzt mal runtergehen. Oder? Naja, wir haben ja, es bringt ja nichts, also. Oder ist tödlich, das so hoch. Treffen gehen, das ist meine Stärke. Haben Glück gehabt. Ja, bin total überladen. Zeug zum Moped und dann geht's nach Hause. Aber wir sind voll. Ja, leere Tonne ist gut. Ja, wir sind Umwege herkommen, ne? Weiß gar nicht, wieso man das hier so umständlich machen muss. Oder sind die geflüchtet von den Hunden? Schöne Pension, ne? Ja, keine Bronzegriffe, also hier haben wir. Toll. Ja, hier haben wir keine brauchbaren Geräte. Gut, für die Hundepension haben wir Glück gehabt und nur drei Hunde gehabt. Und die alle drei haben uns. Oh, Bücherregal, das wollen wir sehen. Ach, das haben wir schon gelernt. Das können wir auch theoretisch verkaufen. Gelernt, das heißt. Ist hier oben das Buch offen. Da werden wir eben mal Händler hinfahren, das verkaufen. Irgendwann. Heute nicht mehr. Benzin haben wir auch nicht gekriegt. Gut, macht nichts. Sie fahren zurück.
Sind eh voll. Wir können aber einen Schaufelgraben, nicht so Not, ne? Also ich werde es graben heute Nacht. Ein bisschen, ist noch 19:03 Uhr. Und 10 Minuten haben wir gerade mal gespielt. Das heißt, ja, erstmal muss ich das Ding auspacken. So, mir am besten unten Zugang schaffen, wir am besten ins Haus kommen. Ohne dass wir umständlicherweise immer rübersteigen müssen. Das müssen wir mal schauen. Dass wir vorne, wo wir immer reingegangen sind, da auch wieder reingehen können. Muss ich mal schauen, das hinkriegen. Normalerweise ja, und die anderen Dinger halt wegkloppen, ne? 2, 3. So, Hals wegkloppen, wir brauchen. Die Picke brauchen wir. Die wollen wir reparieren, ne? Haben wir Glück gehabt, dass wir so ein Ding gekriegt haben hier. Sonst hätte ich hier eine Axt genommen und hier muss man sich auch noch einfallen lassen. Und zwar. Zur Tür wollte ich gehen, zur Tür. So, jetzt gehen wir mal auf die. Da sind wir hier vorne. Aufstellen und zwar. Das ist jetzt ungünstig, ne? Wenn wollte, da wollte ich eigentlich keine Mauer machen, weil das ja im Prinzip Quatsch ist. Sondern eher hier vorne, in dem Bereich. Und dann etwas höher als hier einen leichten Zugang kam zur Tür. Das heißt, die Dinger müssen weg. Dass ich eine Zugbrücke habe, das ist Idealfall, ne? Zugbrücke, man geht rüber, man geht rein und macht dazu. Und also hoch. Aber der kann man auch nicht bauen. Ja, normalerweise müsste das weg. Aber das ist jetzt auch ungünstig, weil ich immer wieder raus will und wenn ich ständig mehr bauen müsste, wäre auch Mist. So, gehen wir hoch. Mal aufs Leer, ne? Und mal gleich unser Fleisch ansetzen hier. Oh, was essen hier? Gut, Fleisch haben wir es im nicht drinne hier im Muppet. So, stell dir vor, wir sind abgebaut. Ich habe mich geärgert. So, Tabletten darüber, Nestbecher rüber, Nestbecher, da fällt was ein. So. Kaffeesamen, neben Kaffee, leer Krug, ganz oben, das schmutzige Wasser ist im Auto, Knochen kommen da nicht rein, Blutkonserven, Kunststoff, Waffe, Schaufel, normales Wasser, Fackel, das werden wir unter Mods nehmen, Mods kommen hier nicht rein, Mods sind glaube ich hier, überwiegend. So.
Da auch noch ein paar von denen. Ja. Eine Radkappe. Ich weiß nicht genau, ob man irgendwann ein Auto bauen werden, dann werden wir das brauchen, ne? So, haben wir Mod, ja. Irgendwas anderes, ein Griff oder sowas. Ja. Das muss ich mal echt mal testen, weil das ist mir nicht so. Ja, Jacke. Ich habe Schaufel Typ 3, Typ 4, dann kann man die zerlegen. Eine Stahlschaufel. Habe ich eine Stahlschaufel? Ich habe eine Stahlschaufel. Das hat einen Wert von. Sechzehn, 51, 52, 67. Na dann mal rüber. Aber noch nicht zerlegen, bin noch nicht ganz sicher, ob das gut ist. So, dich darüber. Mods haben wir keine mehr, ne? Nein. Gut, das ist eigentlich ziemlich voll. Jacke. Reparaturkits oder die Dinger hier. Die kommen da nicht rein. So, Leder kann da noch rein. Knochen. Wenn die Federn sind, auch Knochen hier irgendwo in der Nähe. Aber das sehe ich zurzeit nicht. Aber guck, die wird woanders sein. Das ist eh voll, ne? Das werden wir testen, ob es gut geht. Ob es gut ist, keine Ahnung. Bestimmt hier ja, Medizin oder sowas. So, gut, okay. Bastelkiste, in Anführungszeichen. Also hier haben wir drinne. Da noch ein Mod. Braun. Die zerlegen verwenden wir sowieso nicht. Mod. Dahin. Irgendwo noch Hülsen. So, Schießpulver noch gehabt hier. Hülsen. Geschossspitzen. Ihr wollt noch Munition erstellen. So. Wir brauchen nämlich Munition, also das ist ganz wichtig. Also Munition ist aktuell noch was da, aber nicht so viel, wo man sagen könnte, die Blutnacht, Tag 49 überleben wir jetzt. Ne? Benzin brauchen wir gleich nachher, das können wir zum Essen nehmen. Schießpulver, das kann zurück. Also hier haben wir keine Sorgen. Also mit Schießpulver gibt noch Mod und nochmal 1000. So. Unten ist Waffen zum Arbeiten, Werkzeug, Reparatur, Wasser, Fackeln, Medizin. So, das könnte man hier auch noch reinlegen. Erstmal Medizin, Wald und Mann. Zahlen kann ich auch rein. Wir haben noch Strom, haben noch keine Probleme. Das haben wir noch nicht. So, Papier doppelt? Nö. Ja, aber den Rest holen, ne? Ja, den Rest haben wir holen. Und dann ist aber bald Nacht.
So, hier ein bisschen aufpassen. Weil. Wäre das tödlich, ne? Wenn man da reinläuft. Oder beziehungsweise schwer verletzt. Passiert immer wieder, dass ich da zu kurz drücke. So. Mein Wildbret, meine Knochen, mein Leder, mein Tierfett, mein Wasser. Dann kann ich gleich nachher Dings erstellen. Kleber. Und dann sind wir gerüstet. Muppet ist leer. Gehen wir rein. So, dann können wir es auch hier wieder entfernen. Zumindest die ersten zwei. Denn Besuch wird nicht willkommen. Gut, da brauchen wir nicht zumachen. Keller haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, aber gut. Später machen wir unseren Braten fertig und unseren Kleber. Erstmal unseren Braten, ne? Wir haben doch jetzt Holz. Ne, doch haben wir. Das machen wir gleich rein. Einschalten. Dann machen wir sofort unser Braten. Kochen. Jetzt machen wir Kleber. Kleber. Kochen. Das werden wir noch mit Knochen holen. So, Knochen. Ich weiß, ich habe die irgendwo schon gehabt. Aber die Knochen auch mehr. Ich glaube, nebenan waren noch ein paar mehr. Weil wir brauchen Reparaturkits, das ist ganz wichtig. Und da sind wir aktuell etwas dünn ausgerüstet. Sagen wir, da ist noch einer da. Okay. Gut, Knochen haben wir da. Das sind unsere Eisenbahnen. Dann brauchen wir jetzt keine anfertigen, beziehungsweise wir müssen das nicht tun. Aber dann können wir gleich mal eine Klebe herstellen. Ein ausreichender Stützer und dann können wir gleich hier Reparaturkits herstellen mit Eisenbahn zusammen. So, okay, was kriegen wir hergestellt? 51 dürfte reichen, ne? So. Wasser. Der Rest Wasser. So, gegrillt ist frisch vom, ja, Hirsch. Hirschkuh. Ihr müsst ja was essen. Da war das nichts, ne? So, das soll es heute gewesen sein. Ich mache jetzt eh nicht mehr viel. Heißt noch ein bisschen basteln und bauen vielleicht noch und das war's. Und dann kommt die Nacht. Wenn das spannend wird, schalte ich euch zu. Ansonsten passiert nicht viel. Tschüss und danke fürs Reinschauen. Tschüss.